einen Grund gibt, das Ganze hier heute abzusetzen, dann will ich das begründen, und zwar mit dem Bundesinnenminister. Der sagt in der ARD, ich darf zitieren, das Gesetz nennt man Datenaustauschgesetz, ganz stillschweigend eingebracht, wahrscheinlich deshalb stillschweigend, weil es kompliziert ist, das erregt nicht so. Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht in den letzten 15 Monaten, man muss Gesetze kompliziert machen. Zitat Ende. Liebe Freunde von der SPD, wenn Sie noch irgendeinen Grund brauchen und stehen bleiben, das ist ein Grund erstens für einen Rücktritt. Was ist das für ein Bild der Bürgerinnen und Bürger und des Parlaments? Das ist das allerletzte, so ein Denken. Und zum Schluss eine letzte Anmerkung zu den Genossinnen und Genossen der Sozialdemokraten. Also, ja, nach dem, was passiert ist politisch, nach diesem Erdbeben bei Ihnen und überhaupt bei den letzten Wahlen, hatten Sie ja 3 Tage innegehalten und nachgedacht. Und wenn man jetzt wirklich etwas ändern will und wenn Sie sich wirklich erneuern wollen und ein Zeichen setzen wollen, wir haben selber Probleme, da können wir gerne ein anderes Mal drüber reden. Aber in diesem Fall, ja, Sie auch, Kollege Grosse-Brümmer, in Ihrem Laden, Sie haben auch große Probleme. Ja, wir haben alle sehr große Probleme hier. Die zweite Feststellung. Sie haben so ein schönes Hobby, Angeln. Ich hätte Ihnen gewünscht, Sie hätten heute den Sonnenaufgang beim Angeln verbracht und vielleicht nicht diesen Unsinn erklärt. Vor allen Dingen brauche ich eins brauche ich von Ihnen gar nicht, ja? Eins brauche ich von Ihnen überhaupt nicht. Anregungen, wie ich mich als frei gewählter Abgeordneter zu verhalten habe. Da arbeiten Sie in Ihrer Fraktion mal manches nach. Schönen Dank für diese Anregung. So. Das ist ja das Beste bei der ganzen Geschichte. Das hat der Herr Korter auch vergessen zu erwähnen, ja? Er kritisiert unsere Vorlagen und die Anhörung. Sie haben aber selbst eigene Vorlagen dazugesetzt. Also dafür reichte offensichtlich die Zeit. Dafür reichte die Zeit. Jetzt wollen Sie die wieder absetzen. Ich meine, haben Sie auch Probleme, Ihre eigenen Vorlagen in der Zeit zu verstehen, oder was? Also, ich begreife es nicht. Ich finde es auch nicht besonders schlüssig. Ihre Argumentation passt vorne und hinten nicht. Ihre Argumentation passte vorne und hinten. Ich habe schon das Gefühl, Sie wollten hier nur mal wieder reden, damit Sie der SPD ein paar Vorschläge machen können. Die, glaube ich, sind nicht darauf angewiesen. Herr Fraktionsvorsitzender Brinkhaus, wenn Sie mir zuhören würden, hätten Sie gemerkt, dass ich mit keinem Wort gesagt habe, dass das nach der Geschäftsordnung nicht zulässig ist. Ich argumentiere anders. Und wenn Sie mir antworten wollen, dann hören Sie meinen Argumenten erst mal zu. Ich argumentiere mit der Art und Weise des Beratungsverfahrens. Melden Sie sich doch einfach zu Wort. Sie scheinen ja getroffen zu sein. Sie scheinen ja getroffen zu sein, mein Herr. Wenn in diesem Haus wirklich jemand eine Geschäftsordnungsdebatte zu beantragen hat, dann ist das hier die AfD. Sie haben uns gestern wieder verweigert, was uns nach der Geschäftsordnung wie allen anderen Fraktionen zusteht. Das wichtige Amt des Vizepräsidenten im Deutschen Bundestag, darauf haben wir einen Anspruch und das verweigern wir uns. Und das wäre eine Geschäftsordnungsdebatte. Sie haben erneut unseren Kandidaten Gerold Otten abgelehnt, einen Berufssoldaten, der einen Eid auf die Verfassung abgelehnt hat, der bereit gewesen wäre, dafür zu sterben, abgelegt hat. Sie haben das Recht verstanden, abgelegt hat. Den haben Sie wieder nicht gewählt. Das sind die Probleme mit Demokratie und Geschäftsordnung in diesem Haus. Die Rolle der SPD bei diesem Verfahren ist wirklich nur noch armselig, muss ich sagen. Denn man muss sich die Frage stellen, oder sich wirklich fragen, wie viel Anstand haben Sie eigentlich? Warum stoppen Sie nicht diese menschenfeindlichen, verachtenden Horrorpakete? Machen Sie sich nicht weiterhin zur Handlangerin bei der Demontage der Rechte von Schutzsuchenden durch die Koalition. Denn diese Gesetze tragen den Geist von AfD und Union. Herr Präsident, Herr Kollege, Sie haben jetzt gesagt, dass Sie Menschen, von denen Sie annehmen, dass die nicht schutzbedürftig sind, nichts mehr geben wollen, außer die Rückkehrfahrkarte. Das heißt, Sie sind sich sehr wohl dessen bewusst, dass mit diesem Antrag, was wir jetzt beraten und diesem Paket, Sie Kinder, Familien aushungern, einknasten, nur damit Sie Ihr Ziel erreichen, dass die Menschen Deutschland verlassen. Und da stelle ich mir schon auch die Frage und auch Ihnen die Frage als Christliche Union oder Christdemokrat, können Sie sowas verantworten und wie erklären Sie es eigentlich den Menschen? Ja.
Also um ganz ehrlich zu sein, Frau Kollegin, ich weiß nicht, wie man so einen Schwachsinn, den Sie hier gesagt haben, begründen kann. Wirklich. Da fallen mir keine Worte ein. In anderen Debatten reden wir hier im Deutschen Bundestag darüber, wie wir mehr europäische Zusammenarbeit und mehr europäische Integration brauchen. Und in diesem Fall ist es so, dass es um Menschen geht, die in einem der anderen 27 europäischen Mitgliedstaaten Asylrecht bekommen haben. Und die haben nicht das Recht, in ein anderes Land, nach Deutschland oder in irgendein anderes europäisches weiterzureisen. Und deshalb setzen wir geltendes Recht durch und deshalb bringen wir sie dorthin zurück, wo sie sicher sind. Es ist eines klar, Sie sind sicher, sicher vor Verfolgung und Sie haben kein Recht darauf, sich das Land auszusuchen, das Sie gerne hätten. Wer war das? Der Kollege mit dem dunklen Jackett und dem dunklen T-Shirt. Also wir müssen gerade klären, hier war ein Zwischenruf, der vermutlich einen Ordnungsruf verdient. Herr Kollege Lind, bis Sie zu Ende gesprochen haben, haben wir es geklärt. Sie haben das Wort. Wenn Sie hier, und Sie haben das gute Recht, sich so aufzuregen, bei jeder Frage von Abschiebung uns vorwerfen, wir brächen die Menschenrechte. Warum schieben Sie dann ab in Baden-Württemberg? Warum ist das in Hessen die Praxis? Warum hat die Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein ein Abschiebehaftgesetz beschlossen, bei dem übrigens auch Kinder und Familien im Ausnahmefall inhaftiert werden können? Das werfe ich Ihnen nicht vor. Aber diese Doppelmoral werfe ich vor. Mindestens so ethisch und moralisch wie Ihre Anwürfe. Herr Kollege Lind, dachten Sie bitte darauf, dass Ihre Redezeit zu Ende gegangen ist. In diesem. Also wenn die CDU-CSU-Fraktion Ihnen ein bisschen Redezeit gibt. Aber ich werde es bei den nächsten folgenden Rednern abziehen. Nein. Der Abgeordnete Michel Brandt hat während der Rede des Kollegen Dr. Curio hier laut gerufen, Nazis aus dem Bundestag. Dafür rufe ich Sie zur Ordnung. Machen Sie keine weiteren Bemerkungen, studieren Sie erst die Geschäftsordnung, um über die weiteren Folgen sich zu vergewissern. Jetzt. Ihre Fraktion, die Fraktion der Linken, gab sogar zum geordneten Rückkehrgesetz noch eine Sonderrunde, wo Sie Nachfragen stellen konnten. Und zum Thema Uhrzeit und Anhörungen. Ich habe angeboten, dass wir mit Anhörungen auch schon um 8 Uhr beginnen. Es ist aber insbesondere Ihrer Fraktion nicht möglich, dass Ihre Kolleginnen und Kollegen schon morgen um 8 Uhr hier erscheinen für Anhörungen. Kollegin Lindholz, die Kollegin Pohlert würde gerne eine Zwischenfrage stellen. Ich lasse jetzt keine Zwischenfrage zu. Warum haben wir denn eine Sitzung protestiert? Weil Sie den Gesetzentwurf eingebracht haben im Innenausschuss, obwohl der noch nicht mal in erster Beratung im Deutschen Bundestag war. Wir haben keinen Sachverständigen bekommen und es musste eine zweite Anhörung stattfinden. Und diese ganzen Beispiele können wir fortführen. Und dann am Ende zu sagen, dass wir in unserer 3-Minuten-Runde nicht die Fragen stellen können und uns dann eine Nachmittagssitzung am Mittwoch noch aufdrücken wollen, wo wir am Donnerstag und Freitag... Sie hätten die Möglichkeit gehabt, den Innenausschuss auch das nächste Mal. Wir haben im Ende Juni den Bundesrat. Es wäre ohne Not möglich gewesen, die Gesetzentwürfe noch im Innenausschuss in der letzten Juniwoche zu beraten. Das haben Sie nicht getan und das zeigt, dass Sie das im Hauruck-Verfahren hier durchhauen wollten. Frau Kollegin Lindholz, Sie können, Sie müssen nicht. Mögen Sie antworten? Dann haben Sie jetzt das Wort. Doch, ich möchte darauf antworten. Man kann ja kritisieren, dass manch einem das zwischen Anhörung und Beschlussfassung heute zu schnell ging. Das habe ich immer gesagt. Das kann man kritisieren. Aber nein, es hörte sich nicht anders an. Wir beraten dieses Gesetz schon seit September bzw. seit April. Und ich habe ausdrücklich angeboten, dass wir die Sitzung
Vielleicht hören Sie einfach mal zu. Ich habe ausdrücklich angeboten, dass wir mit den Anhörungen zu früheren Uhrzeiten beginnen, dass wir mit dem Ausschuss eine Fortsetzung machen, damit jeder so viele Fragen stellen kann, wie er will. Aber wenn sich die Fraktionen im Obleutegespräch darauf verständigen, dass die Sitzung um 12.45 Uhr enden soll, dass Nachmittagssitzungen nicht gewünscht werden, sondern im Gegenteil, erst vor einigen Wochen eine von mir anberaumte Nachmittagssitzung zur Abarbeitung von Oppositionspunkten, ausschließlichen Oppositionspunkten um 16 Uhr moniert wurde, wie man so unmöglich sein kann, eine Zusatzsitzung anzuberaumen, dann muss ich Ihnen ehrlich sagen, dann frage ich Sie, was Sie für ein parlamentarisches Verständnis haben, wenn Ihre Arbeitszeit um 13 Uhr zu Ende ist. Nahezu 10 Monate, nach 9 Monate nach diesen Vorgängen, die eigentlich in der Sache hinreichend aufgeklärt sind. Ja, es geht Ihnen aber offensichtlich gar nicht mehr um den Gewinn irgendwelcher Erkenntnisse. Sie bemängeln hier die Verwendung des Wortes Hetzjagden, aber sagen, ja gut, da hat es dann eben auch mal ein paar Beleidigungen gegeben, ein paar Angriffe, nennen wir es doch einfach mal Übergriffe. Damit wäre die Sache dann erledigt, aus und vorbei, Schluss mit der Semantik, meine Damen und Herren, und wir könnten etwas Wichtigeres tun. Uns den Problemen nämlich zuwenden, die dahinter stehen, aber daran haben Sie kein Interesse. Das landgerichtliche Verfahren ist noch nicht zu Ende, das ist noch nicht festgestellt. Und manches, was dort erzählt wurde, hat sich im Laufe der Zeit als grundfalsch herausgestellt. Aber Sie wissen ja bereits Bescheid. Sie haben nicht einmal Respekt vor der gerichtlichen Aufklärung eines solchen. Da schreien Sie hier in der Gegend rum, warten Sie doch mal in Ruhe ab, was der Rechtsstaat und seine Justiz in diesem Land herausfinden und wie sie dann urteilen. Aber diese Geduld und auch diesen Respekt haben Sie nicht, meine Damen und Herren. Dass wir heute noch mal über die erschütternden Vorfälle in meiner Heimatstadt sprechen, ist richtig. Warum? Weil die AfD eben hier ihr wahres Gesicht zeigt. Denn der AfD geht es nicht um Aufklärung, es geht ihnen um Wortklauberei. Denn es ist schlussendlich egal, ob es sich bei den Vorfällen am 26. und 27. August um Hetzjagden handelte oder um Jagdszenen. Richtig ist, dass hier Menschen verfolgt und angegriffen wurden, verbal und körperlich. Hören Sie erstmal zu. Ist es der mit der Wetterkarte? Ja, ne? Dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie sind ja sehr besorgt um das Klima in der Gesellschaft und Sie sind ein großer Demokrat, so stellen Sie sich hier zumindest hin. Augenblick mal, Herr Kollege. Ja? Hinter Ihnen sitzt jemand, der gerade Zeitung liest, während Sie hier eine Zwischenfrage stellen. Ja. Und das gehört nicht zu den Gepflogenheiten dieses Hauses. Gut, dass Sie die Zeitung weggelegt haben. Jetzt können Sie Ihre Frage stellen. Ja. Es ist ja jetzt schon einige Monate her, dass in Ihrer Parteizeitung Vorwärts dafür geworben wurde, mit Antifa und Antideutschen offen zusammenzuarbeiten. Die Antifa, das ist ja eine Gruppierung, aus der heraus auch immer wieder Angriffe auf Polizisten verübt wurden und auch eben auf Politiker. Und die Jusos, die werben mit Baseballschlägern und dann sind da so Slogans zu lesen wie rechte Strukturen zerschlagen. Auch das ist jetzt schon ein bisschen her. Sie haben ja viel Zeit gehabt, darauf zu reagieren. Welche Schritte haben Sie unternommen innerparteilich, um das zu unterbinden? What about this? Ihre Strategie ablenken von eigenen Geschichten. Was ist denn mit Ihrem Unvereinbarkeitsbeschluss, Ihrer Unvereinbarkeitsliste? Was ist denn mit Pro Chemnitz? Was ist denn mit Pegida? Wo ist er? Ich? Alles gut, alles gut. Die Jusos sind die Jugend, der Jugendverband der SPD. Eigenständig ist eine Gliederung der SPD. Die Chemnitzer SPD arbeiten mit den Jusos zusammen. Die machen keinerlei Gewaltaufrufe, nichts. Im Gegensatz zu Ihnen, was wir ja in Chemnitz erlebt haben am 1.9., indem Sie in der ersten Reihe gestanden haben. Herr Nolte, jeder kehre vor seiner eigenen Tür. Denken Sie an Ihre eigenen Wetterkarten, was Sie hier losgelassen haben, indem Sie das Klima vergiften, indem Sie einfach nur Leute auf die völlig falsche Pferde ziehen, indem Sie einfach nur halbherzig Politik machen. Dankeschön. Ich finde es einfach nur skandalös,
dass dieses großartige Ereignis nunmehr Eingang in den aktuellen Verfassungsschutzbericht aus Sachsen gefunden hat. Und das, weil eine Band wie Feine Sahne Fischfilet dort aufgetreten ist. Und das möchte man sich mal genau ansehen, dass der Verfassungsschutz sagt, wenn es auf einer Demonstration Rufe gibt wie Nazis raus, dann ist das eine linksextremistische Position. Dieser Verfassungsschutz ist völlig inakzeptabel. Ich muss Sie mal unterbrechen. Liebe Kollegen und Kolleginnen von der AfD, auch wenn Sie diese Debatte erkennbar erregt, gehört es doch zum Stil dieses Hauses, dass man auch Rednern zuhört, die eine andere Meinung vortragen. Deshalb bitte ich Sie jetzt, dem Redner die angemessene Aufmerksamkeit zu schenken. Fahren Sie bitte fort. Ja, lieber Kollege, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben eben gesagt, es ist Ihnen egal, von wo das kommt, der Rassismus, von rechts oder von links, und haben auf uns gezeigt. Nehmen Sie zur Kenntnis, dass es in unserer Fraktion keine Rassisten gibt. Würden Sie das zurücknehmen? Weil ich finde, ein paar Spielregeln sollte man miteinander einhalten. Wir können gemeinsam gegen rechts kämpfen, aber dass Sie auch die Linksfraktion zu Rassisten erklären, ist eigentlich eine Frechheit. Könnten Sie sich dafür entschuldigen? Ich entschuldige mich dafür. Ich meine den Begriff Extremisten, denn ich habe live mit eigenen Augen gesehen, als wir als Stadtrat zusammenstarken und sich linke Extremisten ihre schwarzen Kappen runtergezogen haben und von berittenen Polizisten quasi hier zurückgehalten werden mussten. Deshalb gibt es Gewalt von links als auch von rechts. Der Grundtenor des Antrags der Linken, den Hartz-IV-Satz auf ca. 582 Euro anzuheben, ist schlichtweg von der AfD abgeschrieben. Dass ich Sie mal zum Lachen bringe. In meiner Rede zum Haushalt 2019 habe ich bereits auf diesen Hartz-IV-Missstand hingewiesen. Ab 2011 wurde der Regelbedarf künstlich kleingerechnet, weil statt 20% nur noch die untersten 15% der Einkommensbezieher als Maßstab galten. Dies wiederum hat dazu geführt, hören Sie doch mal zu, Herr Kollege, da können Sie doch was lernen. Ich frage mich wirklich, warum Sie eigentlich hier immer wieder mit diesen Anträgen kommen, wenn Sie eigentlich im Kern doch was ganz anderes wollen, nämlich die komplette Abschaffung von Hartz IV. Dann seien Sie wenigstens so ehrlich und arbeiten hier dafür, anstatt immer Anträge zu stellen innerhalb dieses Systems. Und ich frage mich, warum machen Sie das? Und es gibt meiner Meinung nach nur zwei plausible Antworten. Entweder Sie versuchen uns als große Koalition hier als knickrige und schlechte Menschen darzustellen, die den Menschen nicht den Cent unter den Fingernägeln gönnt. Oder aber, und das vermute ich, wird die Wahrheit sein, und da hat der Herr Kober schon ganz recht, wenn er das gesagt hat, Sie wollen die Menschen nicht in Arbeit führen, sondern Sie wollen sie einfach in der Arbeitslosigkeit etwas besser stellen. Darum geht es Ihnen, und Sie finanziell aussorgen. Das ist, was Sie vorhaben. Und es ist für uns als Union ganz klar, ich will ein Land, in dem wir nicht zwischen Arm und Reich unterscheiden, sondern wo jeder am wirtschaftlichen Erfolg in diesem Land teilhaben kann. Das ist unsere Aufgabe, die wir als Bundesregierung und als Land haben. Und ich will ein Land, in dem alle Kinder die Chancen bekommen, über ihre Eltern und Großeltern hinauszuwachsen. Daran werden wir weiterhin auch als Große Koalition arbeiten, auch nach diesem Sommer. Herzlichen Dank. Aber ich möchte natürlich dafür vorheben, dass eigentlich bei dem linken Antrag ja nichts Neues ist. Das einzig Neue, was gewesen ist heute an diesem Tag, dass er von der Frau Ferchel vorgestellt worden ist und nicht von Herrn Birkwald. Also das ist vielleicht der einzige Unterschied gewesen. Aber sogar besser, Herr Birkwald. Also von daher, also ist er doch als eindrucksvoller gewesen. Also zu uns kommen überwiegend Analphabeten oder Messerstecher. Und diese sogenannten Fachkräfte, die damals in der Silvesternacht in Köln Frauen begrapscht haben, das waren keine Gynäkologen, meine Damen und Herren, sondern das waren kriminelle Ausländer, und die müssen abgeschoben werden. Also Sie als SPD sollten doch eigentlich wissen, dass die Menschen, die hierher kommen und dann von Ihnen in den Arbeitsmarkt integriert werden, Sie sollten wissen, dass die eigentlich keine hochqualifizierten Jobs bekommen. Die einzige mögliche Folge einer Massenmigration in den Arbeitsmarkt. Schreien Sie doch mal nicht so rum.
Können Sie für ein bisschen Ruhe sorgen bei diesem Kindergarten hier? Der Kollege Münzmeier hat um die Möglichkeit einer Kurzintervention gebeten. Bitte kurz. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank, Herr Präsident, dass Sie das zulassen. Ich möchte noch mal ganz kurz Herrn Heilmann ansprechen, wenn ich ihn sehe. Also jedenfalls, Herr Heilmann, Sie haben mir vorgeworfen, dass ich gesagt habe, es ist mehrheitlich die Rede von Analphabeten und haben das auch angesprochen. Und ich möchte das gerne begründen, wie ich zu dieser... Herr Kollege, wenn Sie zu dem letzten Redner Stellung nehmen. Okay, dieser Redner hat mich darauf angesprochen. Und ich möchte Ihnen gerne erläutern, wie ich auf die Zahlen komme. Weil es gibt eine Studie des Bildungsökonoms Ludger... Entschuldigung, ich habe gedacht, Debatte bedeutet, dass Liebe man sich Kollegen, zuhört. Liebe Kollegen, lassen Sie bitte, hören ja, Sie bitte ich. Kurz zu. Genau. Es gibt eine Studie des Bildungsökonomen Ludger Wößmann, der die Schulbildung in über 81 Ländern untersucht hat für die OECD, unter anderem Syrien und Albanien. Und er spricht davon, dass 65% in Syrien und 59% in Albanien, dass sie, und ich zitiere hier den Hamburger Universitätspräsident Lenzen, der das in einem Weltinterview geäußert hat, 65% des Jahrgangs Syrer sind, ich zitiere, im Grunde Analphabeten, Zitat Ende. Auf diese Zahlen habe ich mich gestützt und von dem her kann ich nicht erkennen, dass die Aussage falsch gewesen sein soll. Herzlichen Dank. Herr Bjadac, möchten Sie dazu antworten? Herr Bjadac möchte dazu nicht antworten, dann schließe ich die Aussprache.